Heute erwartet dich wieder ein spannendes Wochenorakel. Die Engel werden dir wieder mitteilen, was dich kommende Woche für Chancen, Möglichkeiten und Potenziale erwarten. Außerdem wirst du erfahren, welcher Engel dich in der kommenden Woche begleiten möchte. Und das geht los nach dem Intro. Bis gleich. Ihr Lieben, ich halte meine Karten schon in der Hand und mische sie gerade mit der Frage an die Engel, was uns in der kommenden Woche erwartet. Ich sitze wie immer noch, wie ihr seht, in der wunderschönen Waldkulisse, während ich dieses Video aufzeichne. Dann haben wir in der ersten Reihe die Wege, den Sarg und die Sense. Also, in der kommenden Woche geht es um das Thema Entscheidungen. Entscheidungen, die die Gesundheit betreffen, werden ganz groß geschrieben, ja, damit wir auch wirklich gesund bleiben. Es ist nicht die richtige Entscheidung, sich für gewisse Maßnahmen zu entscheiden, die uns aufoktroyiert oder aufgezwungen werden sollen oder gar mit gewisser Gewalt sogar aufoktroyiert werden sollen, sei es durch psychische Gewalt, durch medialen Druck, durch direkten Druck oder ähnliches. Da wäre es die richtige Entscheidung, Nein zu sagen zu dieserlei Maßnahmen. Dann haben wir die Fische, die Sonne und den Ring. Auch finanzielle Angelegenheiten werden in der nächsten Woche mit Erfolg geregelt werden können, sagt diese Konstellation. Und zwar hast du hier wirklich tolle Aspekte auf Wohlstand, auf Reichtum, auf finanzielle Finanzvermehrung, die auch kontinuierlich für die Zukunft bleiben kann. Ne? Ganz, ganz wichtig. Also alles, was du finanziell in der kommenden Woche angehst, wird Früchte tragen, wird Erfolg haben. In der dritten Reihe, dann haben wir den Bären, das Herz und den Mond. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen in Herzensangelegenheiten depressive Stimmung. Das heißt, in der Liebe, in Herzensangelegenheiten geht es aktuell nicht ganz so weiter, ganz gut prickelnd, wie du willst. Vielleicht bist du schon länger hier in depressiver Stimmung und suchst hier Wege, wie du da rauskommen kannst aus dieser Situation. Ja? Du hast die Kraft in der kommenden Woche, hier Veränderungen zu bewirken und hier den Grundstein für ein neues Leben prinzipiell zu legen, und das wäre auch gut für dich, ne? Das ist wichtig. Dann haben wir in der Diagonalen die Wege Sonne, Mond. In der kommenden Woche solltest du überlegen, welche Entscheidungen du so triffst. Es geht tatsächlich um das große Glück, auch auf dem spirituellen Sektor, und das ist jetzt ganz, ganz spannend. Du hast die Möglichkeiten, hier auf dem spirituellen Sektor voranzukommen, voranzuschreiten und tatsächlich neue Wege zu gehen. Was genau deine Aufgaben und Berufungen in dieser Richtung sind, das kann ich dir natürlich in einer persönlichen Beratung beantworten. Ich habe drei Nummern, unter denen du mich erreichen kannst, nämlich aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz, zu einer sofortigen Beratung, oder aber du buchst deinen Termin. Ich bin täglich von 11.30 Uhr bis 22 Uhr für dich erreichbar und freue mich, wenn wir telefonieren. Ich wünsche dir eine wundervolle, großartige Zeit und eine tolle Woche. Liebe und Licht, Udo Golfmann. Tschüss.